an Tag 1 der größten, härtesten und längsten Windsurf-Regatta auf dem Planeten mit über 1400 Teilnehmern ging es richtig zur Sache. Und ich war mittendrin. Mein Ziel war es, in die Top 200 zu fahren, doch am ersten Tag hatte ich große Schwierigkeiten, Höhe zu laufen und schaffte es nur auf Platz 293 von 1460. Am zweiten Tag sollte das besser werden. Dafür habe ich mein Trim angepasst und bin voll motiviert. Allerdings, und das werdet ihr gleich sehen, ist alles anders gekommen als geplant. Good morning, Friends. Es ist Tag 2 und wir haben hier gewaltige Platzprobleme. Ich baue hier gerade 5-6 auf, mein AC1 von gestern. Ich glaube, ich weiß heute ein bisschen besser, wie man es tunet. Hab eine neue Z-Finne drin, 32 cm. Gleich beginnt das erste Rennen. Heute soll mehr Wind kommen und ich hoffe, dass die Insta360 heute durchläuft und ich euch das komplette Rennen mitnehmen kann, weil echt kranke Scheiße da draußen passiert. Und ja, Mann, das Ziel ist heute Performance, Gas geben, top 200, Top 150 wäre geil. Ich will mich auf jeden Fall 100 Plätze verbessern, wenn das irgendwie geht. Ich hoffe, euch gefällt das, dass wir euch hier so mitnehmen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. 28 Minuten bis zum Start. Das ist tipptopp. So, heute ein Novum. Ich fahre mit Regatta-Uhr, hatte ich gestern nicht. Diesen roten Tracker muss man mitnehmen, wenn man rausgeht. Was ist das für ein Tracker? Ein GPS-Tracker, damit kontrollieren die, ob ich schummle oder nicht. Hab nur ich bekommen, weil die so einen Verdacht hatten. Der Kümpel, ne? Nehmt ja gerne mal die ein oder andere Abkürzung. Möge Gott mir beistehen und dieses Scheißteil laufen lassen. Ich bin richtig enttäuscht von Insta360, dass das gestern nicht geklappt hat. Aber wo ist mein Gabelbaum? Da ist mein Gabelbaum. Ich fahre halt mit einer Wave-Gabel, das ist halt nicht so ganz optimal. Aber und der ein oder andere Spacer würde hier auch noch ins Segel gehen. Aber das ist jetzt alles nicht relevant. Wie ist jetzt die Strategie? Also das heißt, du fährst jetzt, wie viele Minuten vor Start fährst du raus und was machst du dann? Dafür habe ich gar keine Zeit mehr. Das haben wir alles schon verkackt. Der Zug ist abgefahren. Ich fahre raus, ich gebe mein Bestes. Ich werde in der Mitte starten. Ich muss besser starten als gestern. Gestern bin ich als 600. gestartet wahrscheinlich. 20 Minuten auf der Uhr. Jetzt checken wir ein und sind deutlich, deutlich besser vorbereitet als gestern. Ja, ich war auch so um die Zeit auf dem Wasser, aber gestern habe ich das Segel zum ersten Mal gefahren. Und so geil das auch ist, ein Race-Segel zum allerersten Mal in einer 1400-Menschen-Regatta zu fahren, ist wirklich nicht einfach. Bonjour. Yes, Mario Küppel. Merci. Nee, passt, 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 passt. Freunde, haut rein. Christopher wird von Land aus das Ganze begleiten vielleicht. Thank you.
Wie war's? Deutlich, deutlich besser als gestern. Besser gestartet. Ich war unterpowered den ganzen Kurs lang, muss ich sagen. Erste Halsentonne hinten reingefallen. Zweite Tonne vorne. Ultra sketchy. Drittes Mal hinten auch sketchy Halse. Ich bin ganz schwer nur Höhe gelaufen bekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so unterpowered war. Aber auf jeden Fall 6 oder 7 Minuten schneller als gestern. Ich weiß nicht, was das in Plätzen ist, aber... Das Tracking der Plätze hat leider so bei 142 aufgehört. Das ist noch nicht aktualisiert. Ja, ich schätze mal, aber ich glaube Top 200. Ich glaube, es haben sich ganz viele aber auch verbessert. Ah, sag sowas nicht. Na, also ich sag mal so, nach wie vor ist es so, dass ich beim Start habe ich ein Potenzial, 3 Minuten rauszuholen. Auf den Reaches insgesamt habe ich das Potenzial. Alter, das nicht ans Foil hauen, das Board. Boah, fuck, ey. Boah. Alter. Thierry Jong, wir haben dich gesehen. Aber ich hatte nicht einmal, dass ich richtig Gas geben konnte, weil überall Abwinde sind. Ich bin immer unterpowered. Und Tati Franz zum Beispiel ist Medium Board und 7-1 gefahren. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal fahren dann, und der Wind nicht zunimmt, dann gehe ich auf 6-0. Deutlich glücklicher als gestern. Gestern dachte ich einfach, ich verrecke und schaffe kein zweites Rennen. Einfach irgendeiner, der mir entgegenkommt, komplett explodiert. Ich einfach irgendeine Halsentonne, ich weiche 5 cm weiche ich den Leuten aus. Ist echt krass. Und ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man Aufsteiger ist, keine Kontrolle über sein Material hat. Also ich weiß ja, was ich mache, ne? Aber wenn du da irgendwie kreuz und quer rumfliegst, da musst du Todesangst kriegen an der Halsentonne. Naja, checken wir mal aus, das ist ganz wichtig. Ja! Du hast auch geschafft. Ich hab's geschafft mit dem Foil. Mit dem Foil. Was? Wie viel und dein Foil lang? 52, oder? 52. Juhu, den Rest brauchen wir nicht so. Insgesamt 980. Ja, aber es war das erste. Aber du bist jetzt ja durchgekommen. Das ist ja alles, ich bin was durchgekommen. Alles, was. Ich hätte nicht gedacht, dass du durchkommst mit dem Foil. Ich hab's ehrlich gesagt, nachdem ich gestern ja abbrechen musste. Penis? Aber da waren, ich habe echt Leute gesehen, die sich den Arm gebrochen haben, Verletzungen und so weiter. Das ist schon echt heftig. Echt? Ja. Arm gebrochen. Bist du drüber gefahren? Ich bin nicht drüber gefahren, aber also an den Hals ist es Wahnsinn. Die Leute liegen da rum, schreien, werden gerettet und sonst was. Ja. Aber man muss die Nerven bewahren und dann durchfahren. Ne? Freunde der Sonne, es geht jetzt los zu Rennen 3 und ihr hört mich wieder im Voice-Over-Modus. Ich laufe jetzt hier runter zum Strand, guck mein Material an, sieht soweit alles richtig nice aus. Hier sieht es sogar sehr geil aus. Und ich habe am Problem, und das habe ich genau jetzt festgestellt, und zwar gingen Krämpfe in meinem Arm los und das war richtig scheiße. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich bin nach dem zweiten Rennen quasi einfach in meinem Neo geblieben. Das war ein Riesenfehler und habe dann quasi den nassen Neo einfach wieder hochgezogen. Und jetzt die ganze Zeit, wo ihr mich fahren seht, habe ich permanent Krämpfe im rechten Arm. Und bin mir nicht sicher, ob ich das Rennen mitfahren soll. Fahr jetzt hier also einmal raus und teste so ein bisschen, wie sich das alles anfühlt. Und es geht halbwegs. Jetzt einmal Halse testen. Ich sag mal so, wirklich geil. Nicht, um genau zu sein, überhaupt nicht geil. Ich konnte einfach nicht mehr greifen. Und mir ist jetzt hier klar geworden, dass es echt ziemlich gefährlich sein könnte, so das Rennen mitzufahren, weil anscheinend stimmt ja irgendwas nicht, wenn ich einfach Krämpfe in meinem rechten Arm habe. Aber ich habe mich dazu entschieden, mitzufahren. Ich fahre jetzt hier auf die Startlinie zu. Ich bin jetzt hier mitten im Mix und ja, ich wünsche euch gleich viel Spaß mit dem Rennen. Leider hat die Insta360 wieder bei der Hälfte aufgehört zu filmen, aber ich fahre quasi das gesamte Rennen unter Krämpfen. Jetzt kommt hier das Startboot. Und ich gebe Gas und der Wind hat jetzt gerade stark zugenommen. Und das heißt natürlich, man muss zugreifen, weil es ist kein komplett flaches Wasser, es ist choppy. Und ich habe natürlich versucht, mit einem Arm möglichst nur zu fahren, aber so ganz geht's nicht. Und wie ihr seht, ist das Ding, ich habe einen richtig geilen Start erwischt. Und das heißt, ich war jetzt in einer miesen Zwickmühle. Ich wusste, okay, ich bin jetzt in diesem Moment in den Top 100. Hinter mir sind über 1000 Windsurfern. Also will ich natürlich pushen. Und zu pushen braucht man aber einfach die Kraft. Und naja, jetzt ist es leider gleich so weit, dass es nicht mehr ging, weil mir einfach fast wirklich der Arm abgefallen ist. Es hat so unfassbar wehgetan. Und genau aus dem Grund musste ich jetzt leider anhalten. Was ich hier gemacht habe, ist versuchen, möglichst schnell meine Trapeztampen nach vorne zu verschieben, weil mir jetzt klar war, ich kann diesen ewig langen Schlag nur schaffen, wenn ich
die vordere Hand nicht belastet, beziehungsweise den gesamten Arm nicht belastet. Der Krampf ging wirklich vom Bizeps bis runter an den Unterarm. Und das heißt, der Trapeztamp ist jetzt relativ weit vorne. Das heißt, ich kann ab diesem Moment nicht mehr wirklich pushen und Vollgas geben. Und ich habe aber dafür quasi keine Belastung auf dem vorderen Arm. Und ihr werdet das gleich auch auf dem Schenkel zurücksehen. Es ist wirklich ziemlich crazy, ziemlich crazy. Jetzt geht es hier in die Halsentonne rein. Da hatte ich richtig Schiss vor, weil mir klar war, wenn ich in die Halse reinfahre, muss ich mich aus dem Trapez aushängen. Wenn ich mich aus dem Trapez aushänge, ist die Belastung auf den Armen maximal. Und dann kann es natürlich wieder dazu kommen, dass der Arm sich sofort zuzieht. Und wie ihr seht, ich sneake mich jetzt hier so ein bisschen innen durch. Ihr seht, die ganzen anderen fahren ziemlich weit außen rum. Und ich bin jetzt hier so halb in der Dümpelfahrt, habe natürlich Schiss, dass mir von hinten einer reinfährt. Dadurch, dass ich jetzt aber wirklich noch ziemlich weit vorne bin, muss man ehrlicherweise sagen, sind die ganzen Anfänger gar nicht um mich rum gewesen. Das heißt, ich bin halbwegs gut durchgekommen, in großen Anführungsstrichen. Und ja, jetzt seht ihr es selbst. Einarmiges Fahren. Man sieht es nicht ganz, aber es ist extrem choppy und es erfordert wirklich höchste Konzentration, so da lang zu fahren. Ich konnte einfach nicht mehr zugreifen. So, wenn ich gegriffen habe, ging sofort der Arm zu. Also wirklich richtig übel. Es ist auch noch dieses Reach, dann hört die Kamera auf zu filmen. Aber es war wirklich das härteste Defi-Rennen des gesamten Events bis jetzt. Es war das dritte Rennen und ich wusste das gesamte Rennen nicht, ob ich es überstehe. Aber ja, es war ein Erlebnis, es war krass, aber ich war wirklich, ich weiß nicht, wann ich jemals in einem Rennen so am körperlichen Limit war wie in diesem Rennen. Chris, jetzt trägt das Zeug rein, ich kann das Zeug nicht mehr halten. Meine Arme krampfen auf beiden Seiten, ich bin hinüber. Aber es ist mein bestes Resultat gerade gewesen. Super nice. There is a freedom coming. Leute, das ist zu krass. Freunde, das ist das Outro von diesem Video. Ich bin vollkommen durch mit dem Leben. Gehen wir Pizza essen? Ja, heute war so anstrengend. Ich bin fit. Alter, ich habe gerade kurz gedacht, du bist Anna. WTF, Alter. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal mich so betrunken gefühlt habe, ohne Alkohol zu trinken. Ich habe mit Andrea Gucki gesprochen, ja, mein Chef bei Point 7. Auf jeden Fall habe ich ihm erzählt, dass ich massiv Probleme habe, Höhe zu laufen. Was halt jedes Rennen gefühlt doppelt so anstrengend gemacht hat, wie es hätte sein müssen. Und dann hat er mir erklärt, wie man das AC1 trimmt und aufbaut, um deutlich, deutlich mehr Performance rauszuholen. Und das werde ich euch morgen zeigen. Morgen nehme ich euch mit dahin, wenn ich morgen noch Kraft habe, Rennen mitzufahren. Vielleicht bin ich... Ja, schlecht. Vielleicht bin ich... Nee, ich wollte sagen, ich bin sehr gespannt, wie das morgen wird. Nehme ich euch mit. Für euch sicherlich auch sehr interessant. Und also Andrea Gucki meinte danach, ich würde mich wie ein neuer Mensch fühlen. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist richtig Potenzial noch. Weil wenn ich Downwind gefahren bin, wenn ich Gas gegeben habe, Alter, das ging ordentlich ab. Auch wegen dem Thema Trim. Unseren Kunden helfen wir natürlich sehr, sehr gerne weiter. Und wir beraten euch auch sehr gerne zum passenden Material. Dann habt ihr auf jeden Fall Ansprechpartner. Und seid damit nicht alleine. Weil Real Talk... Es ist wirklich sehr, sehr nützlich. Du wirst morgen, glaube ich, sehen anhand der Unterschiede im Rating, wie viel das ausgemacht hat. Ich bin so gespannt. Vielleicht macht das wirklich einfach 100 Plätze aus. Ich bin morgen 140 oder so. Dann wird aber richtig Party gemacht. Macht jetzt hier nicht zu viel Flachs zu Hause. Ich weiß. So. Nämlich. Ich habe 2,5 Stunden geschlafen, weil Mario so laut geschnarcht. Erklär doch mal warum. Erklär doch mal zum Abschied. Kannst du noch mal erklären warum? Das geht nicht. Warum? Weil wir auch minderjährige Zuschauer haben. So schlimm war es jetzt nicht. Es waren 3 französische Frauen. Ich wurde auf einen Whisky eingeladen von unseren Nachbarinnen. Nachbarinnen? 3 Stück. 3 Stück? Die kein Wort Englisch sprachen, bis auf eine so ein bisschen. Aber es hat gereicht, dass du bis um 5 Uhr morgens da warst. Ich hatte sehr lustige 3 Stunden. Wir saßen auf dem Balkon, haben uns ein bisschen unterhalten. Und es war halt leider so viel Alkohol mit im Spiel, dass ich heute Morgen ganz leichte Probleme auch aus dem Bett zu kommen. Oh. Haut rein, tschüss.